So, da bin ich wieder zurück. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Aufnahme. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich nur schnell ein bisschen was verkaufen. Und ja, so Dinge erledigen, ein bisschen rumlaufen und so. Das wollte ich off-stream machen oder ohne Aufnahme, aber ich komme nicht zum Verkaufen. Und den Grund siehst du auch gleich jetzt. Ich wollte nämlich das, also das wollte ich definitiv aufnehmen, aber es passiert mir jetzt die ganze Zeit und ich kann es leider nicht mehr unterbrechen. Also dann, ich starte mal diesen Spielstand hier. Centurion Arsenal, da bin ich gerade und möchte gerne ein paar Waffen verkaufen und let's go. Oh, schick. So. Die alte Heimat, da ist noch so ein kleiner Robby. Hab ich noch nie. Ja. Bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Ich auch nicht. Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Ja. Alter Schwede, was eine Aussprache. Also gut. Ich bin schon ein paar Mal von dem Typen weggelaufen, weil ich einfach das für euch noch aufnehmen wollte, weil ich den ja noch nicht kannte. Ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht und wer das ist und wann der überhaupt kommt. Und er kam natürlich unverhofft, kommt oft, mitten hier in diesem Laden. Oh Gott, der sieht aus. Er erinnert mich an irgendwas. An irgendeine Figur. Irgendwas mit Mad. Mad Magazine oder so? Kann das sein? Heißt das so? So sieht er aus. Gut. Ich habe noch kein Gespräch mit dem geführt. Ich habe dann versucht, immer vorher abzubrechen. Also führen wir mal eine Konversation mit diesem aufgedrehten jungen Mann. Hey, nicht so bescheiden. Das lief auf SNN. Das ist Ein SSN? Miner SNN? zähmt die Crimson Fleet, rettet ein Mitglied der Constellation und erobert die Herzen von Millionen. Nein, von Billionen. Und jetzt stehst du hier neben mir. Du bist es wirklich, oder? Und du bist total durchgeknallt. Halt dich fern, du Spinner. Ich habe mich der Constellation erst angeschlossen, also bin ich wohl kaum ein leuchtender Stern. Ha, ganz recht. Am liebsten würde ich das antworten. Aber irgendwie, ich denke, der ist wie so eine Klette oder wie Hundekacke unter der Schuhsohle. Du wirst es nicht mehr los. Du bist auf jeden Fall der hellste und größte Stern weit und breit. Oh. Da gibt's kein Vielleicht. Für sowas habe ich ein Auge, aber bei dem Heiligenschein ist das ja auch nicht schwer zu erkennen. Obwohl What? ich erst nicht wusste, ob das nur das Licht ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Gott sei Aber Dank. einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Der macht mir Angst. Ja. Und kannst du bitte gleich noch einen Eimer und einen Wischmopp holen? Du schleimst dermaßen, wir rutschen gleich aus. Also, du bist deinen Tag anders angegangen? Sieh mal, ich hatte nur gerade meine Angelegenheiten im Kopf, als du auf mich zukamst. Ja, du hast recht, das muss Schicksal sein. Das ist zweifellos übertrieben. Das würde mich interessieren. Oh ja, normalerweise begegne ich ihn mit 4 Tassen Kaffee und einem Haufen Chunks. Wie Aber Jones. ich war von deiner Geschichte inspiriert und dachte, was würde der große und mächtige Held von Vectera tun? Und so bin ich laufen gegangen. Ich lief und lief, stellte mir dich in der Ferne vor, wie einen Polarstern. Was für eine Überraschung, dass du tatsächlich real warst. Bei Polaris, das muss Schicksal sein. Autsch. Ja. Wie erwartungsvoll der jetzt gerade guckt. So. Und, was wirst du sagen? Und. Ja. Ich hatte deine Angelegenheiten auch im Kopf. Was? Visualisierte sie, träumte davon, hegte sie wie einen blühenden Garten. Und jetzt ist er da, unser erster Frühling. Dein Aber Frühling. es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran!
Ich habe doch gar nicht zugesagt. Wenn du deiner Crew den riesigen Ben. Das war zu schnell weg. Das war viel zu schnell weg. Brauchst du nicht ein Kostüm, um mein Schicksal? wenn du mein Sidekick sein willst. Abweisen. Lass mich allein. Abweisen. Warte mal. Ich will das nicht. Zur Crew zuweisen. Erstmal mit dem Kostüm. Guter Punkt. Ich werde mich sofort darum kümmern, sobald ich zu nähen gelernt habe. Wehe nicht. Bis dahin könnte ich ein Sidekick in Ausbildung sein. Gibt es eine Akademie, wo Fans lernen können, zu deinen Füßen zu kriechen? Oh. Ich könnte eine gründen. Wirk. Okay, aber ich sehe hier, seine Stats sind gar nicht mal so schlecht, ne? Na los, komm. Du wirst es nicht bereuen. Die anderen schon. So. Riesiger Fan, der nicht mal einen Namen. Okay. Er kann plündern, Tarnung und Gewicht heben, hat er. Sarah hat Astrodynamik, richtig viel. Laser, Führung und Botanik. Er hat Waffensysteme, Schildsysteme und Fusion. Ich weiß auch noch nicht, wie ich einen Außenposten baue. Keine Ahnung. Ich hoffe, das lerne ich irgendwie alles bald. Sag mal, Was steht als nächstes an? Darf ich dich was Persönliches fragen? Doch. Schieß los! Oh Gott. Ich habe im Moment keine weiteren Fragen. Wir müssen über deinen Fan-Dasein reden. Du bist aber nicht in mich verliebt, oder? Warum weißt du so viel über mich? Kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Okay, warte mal. Das hier. Oh nein. Das klingt nicht gut. Kannst du bei deinem Fan-Dasein eine Schippe drauflegen? Ich finde, du hast ein wenig nachgelassen. Angreifen. Du solltest dann mal gehen. Für immer. Oh. Du solltest dir andere Interessen suchen, die nichts mit mir zu tun haben. Das wäre gesünder. Jetzt los, zieh Leine. Ich finde, dein Fan-Sein ist exzessiv. Ist es auch. Exzessiv charmant? Unterschätzt? Wunderbar? Du kannst ein Fan bleiben, aber nicht in meiner Crew. Ich will, dass du überzeugen. Ich will, dass du mit deinem Fangehabe aufhörst. Bitte fahre fort. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich ihm dazu überzeuge, kein Fan mehr von mir zu sein, aber Crewmitglied, hat er mir dann trotzdem noch Geschenke? Wir versteigern das erstmal. Crew anzugehören, ist der Wahnsinn. Kannst du mir, warte mal, ich wollte was über dich erfahren. Ich wollte das erste jetzt wissen. Hab nichts dagegen. Warum auch? Das wäre ja tragisch. Ach, so interessant bin ich nicht. Ich mag Kaffee, ich mag Tee und ich bete den Boden an, auf dem du gehst. Aber, naja, eigentlich schweben Engel doch. Oh. Oh, keine Sorge. Meine Liebe ist rein platonisch. Unzerbrechlich? Ja. Unnachgiebig? Absolut. Romantisch? Oh Gott, nein. So etwas Reines würde ich niemals mit so etwas Gewöhnlichem besudeln. Alles klar. Tja, erstmal kam dein Sieg auf Vectera überall in den Nachrichten. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang. Das erste Kapitel aus der 437 Bände starken Anthologie über deine Größe. Ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis sie schreiben werden. Ich zähle die Sekunden bis dahin. 1001, 1002. Oh Gott. Dann zurück an die Arbeit. Du hast doch gar keine. Nichts. Absolut nichts, was persönliche Sicherheit so gut gewährleistet wie eine Schusswaffe. Herzlich willkommen ja. Bei Centaurian Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Umtausch ist ausgeschlossen. Aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Was kannst du empfehlen? Nun ja, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Kommt darauf an, wer fragt. Ich habe meine Favoriten, aber ich maße mir nicht an, auch deine zu kennen. Angenommen, du befindest dich in der misslichen Lage, eine Waffe einsetzen zu müssen. Was liegt dir am meisten? Intim und persönlich aus der Nähe? Schnelle Feuerrate? Ist Präzision ein Faktor? Ja.
Intim persönlich trifft es perfekt. Ich bleibe lieber auf Abstand. Mir ist es egal, solange ich am Ende noch lebe. Oh, das war nur eine Frage. Es ist am leichtesten, wenn ich einfach... Wenn einfach alles explodiert. Yo. Das hier. Ah, ja. Nun, dann würde ich persönlich zu Combatech raten. Okay. Sieh dich in Ruhe um. Combatech. Was hast du denn da? Coachman. Ja, die sieht hier nicht schlecht aus, ne? 14. Grendel haben wir. Alter, Finne. 27k will die dafür haben. Holla, die Waldfee. Was ist das denn? Stabiler Lauf. Kurzreichen-Zielfernrohr, Schalldämpfer, ergonomischer Kolben, taktisches Magazin, Hochgeschwindigkeit, Halbautomatik. Mhm. Okay. Hier habe ich auch im Repertoire. Die auch. Die auch. Die auch. Aber ich werde das alles verkaufen. Aber das ist die gleiche Waffe, ja, macht einen riesen Unterschied in Damage. Obwohl die ja noch mehr wert ist, aber die macht für sich 12, die macht nur 3. Präzision ist bei der auch noch besser. Verstehe ich nicht, warum die dann 1,9 wert ist. Die hat einen Reflexvisier drauf. Das ist natürlich gut. Ui, was ist das denn? Lichtbogenschweißer. Oha. Okay. Die sieht böse aus. Die ist schick. Die Maelstrom, ja, die gibt es in verschiedensten Varianten. Die habe ich auch. Ui. Ui. 12? Lightstar. Mündungsbremse, großes Magazin. Auch nicht schlecht. Die hat natürlich 40 im Magazin, die 25. Hm. Uiuiui. No Gods, no Masters. Kraken. Der Lauf gefällt mir, sieht richtig nice aus. Hat die schöne Sachen. Okay. Oh ja. Cool. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Was habe ich da? Ich habe 5 Waffen. Ich würde die hier verkaufen. Die Grindel. Die. Ich finde die auch öfter. Und aber die weiß nicht, die Schrotze. Bisher gefällt die mir nicht so. Die hier ist nicht schlecht. Die ist halt auch oft, habe ich schon einige Modifikationen reingeballert. Mit der habe ich momentan geschossen, weil ich so viel Munition dafür habe. Aber irgendwie macht die kaum Damage. Die hat die 7,77 Munition und die hat die 6,5er. Warte mal kurz, ich muss mal mit Tantchen reden. Hier, nochmal her. Mein Kontakt arbeitet. Hast du was Nützliches? Ja, wir machen auch gleich die Hauptaufgabe. Warte mal ganz kurz, ich muss mal schnell mit dir nehmen. Wir haben nämlich Haufen Klamotten und Waffen. So. Okay. Und dann machen wir gleich die Hauptaufgabe. Versprochen. Du bist hier, weil du etwas... Wir finden bestimmt etwas, was dir zusagt. Na klar. So. Achso, verkaufen. Da. So, wir haben nämlich ganz viele Cutter. Menge 8. Bestätigen. Einen werde ich natürlich noch brauchen. Kampfmesser, eine Rettungsaxt. Dafür haben wir auch relativ viel Munition. Modifiziert. Ach, hier haben wir auch noch so viel. Ha! Ja, damit. Hm.
geht eine höhere Distanz. Achso, weil der Lauf ein bisschen verlängert ist, ne? Und da ist auch der Dings besser. Die macht aber viel mehr Damage. So, Maelstrom, Maelstrom. Größeres Magazin. Die hat 55 Schuss, aber die ist halt rar. Überleg mal, für 8000 oder so kaufe ich die und jetzt für 300 kann ich sie nur verkaufen. Das ist schon bitter. Echt bitter. 776577. Weg damit. Weg damit. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Rettungsaxt ab und zu noch brauche. Keine Ahnung. Ich heb die erstmal auf, weil ich mir da echt unsicher bin. Bin mir auch zwischen denen hier total unsicher. Masse. Ansonsten ändert sich gar nichts. 30% Schaden plus drauf und minus 15 Schaden, wenn du dich auf einem Planeten befindest. Im All werde ich nachher auch noch kämpfen? Okay. Wahrscheinlich auf Schiffen, wenn ich die enter. Lassen wir das erstmal so. Was hatten die Tante an Munition? Ich habe jetzt 17.000. Warte mal kurz, ich muss mal schnell selber gucken. Huch. Ich habe hier noch ein Messer. Das will die wohl nicht haben. Hey, wie mies. 7765, mehr brauche ich nicht. Erstmal. Du weißt ja sicher schon, dass es nur das beste Waffensortiment in den besiedelten Systemen. Die wollte gerade losgehen, ich quatsch die an. Ups. Okay. 65 mit Array. Oder CT. Höhenlos. Okay. Aber 6,5, ist das dann hier? Oder die? Bin überfragt. Gut, dann erstmal keine Munition. Sorry. Dann lass uns mal gehen. Und wir gehen jetzt zum Mast 3. Wir machen mal hier den Hauptstrang ein bisschen weiter. Ich würde auch ganz gerne Aufträge machen, um ein bisschen Kohle ranzuschiffeln, weil ich mein Schiff gerne ausbauen möchte. Und eine Sache noch, die ich gemacht habe. Warte. Kann ich nicht. Nee. Könnte doch, Siehst du auf Geister? Ja. Eine Reise. Jetzt habe ich's. Schieß gerne auf Geister. Ich hatte noch ein Schmugglerstück gefunden. Und das habe ich aber auf Kreet gelassen. Ich habe das in eine Kiste gepackt und ich hoffe, das ist noch da, wenn ich wiederkomme. Ansonsten flippe ich aus. So. Ja. Nur, dass ihr das wisst. Also da hatte ich vor der Aufnahme habe ich da einfach eingeloggt und habe das schnell gemacht. Ich wollte das nämlich loswerden, weil ich nirgendwo hinfliegen konnte. Ich wurde überall gescannt, weil die UC Security überall rumlungert und es ging mir so auf den Sack. Deswegen habe ich das zurückgebracht. Okay. Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Habe ich einen Termin? Ja, war etwas. Was machst du hier? Ich bin Ressourcenoffizier beim Mast. Ich muss dafür sorgen, dass jeder offizielle Besucher schnell an sein Ziel gelangt. Und dass alle Regelverstöße prompt geahndet werden. Mhm. Das hier, das ist das Mast. Das pochende Herz der United Colonies. Jede Entscheidung in der zivilisierten Galaxie wird in diesen Mauern getroffen. Na da, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Kennst du jemanden, der Hilfe braucht? Die meisten Mast-Arbeiter haben eine exzellente Ausbildung in ihrem jeweiligen Fachgebiet. Aber wenn du dich den UC anschließen willst, red mit Commander Tuala von der Vanguard am anderen Ende des Raums. Die Vanguard nimmt jeden, der fliegen kann. Gut zu wissen. Pass auf dich auf. Halbwegs fliegen kann ich. Guten Tag. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Was hältst du in der Hand? Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen.
Von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Also UC-Bürger hätte ich jetzt nicht unbedingt das Bestreben und ich gehöre ja schon irgendeinen komischen UC, Secret Death, hast du nicht gesehen, Einheit an. Also warum nicht auch noch euch beitreten? Why not? Ich habe ja noch nicht genug Scheiße am Arsch. Ich habe übrigens Drogen in meinem Schiff und in meiner Tasche. Ist das wichtig? Die freiwilligen Flotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Eine Wohnung brauche ich ja nicht unbedingt. Ich habe ja ein Zimmer. Nein, ich will bloß die Sterne erkunden. Keine Kriege führen. Klar will ich zur Vanguard. Wo muss ich unterschreiben? Ach, vielleicht später. Ich muss ja erstmal was für die Constellation klären. Nee, nicht für die Constellation, für die UC Dev Security. Wir müssen irgendwo nur Drogen vertickern. Aber ja, komm, lass mal beitreten. Klasse, fehlen nur noch ein paar Formulare, der UC-Orientierungskurs, die Prüfung und eine Probemission. Wir müssen ja sicher gehen, dass du da draußen bestehen kannst. Wenn du dich gut machst, hütest du schon bald den Frieden. Vergiss nicht, dass ich sie wieder brauche, wenn du ihr dein schickes Outfit angezogen hast. Keine Angst, Sarah. Ich vergesse dich nicht. Und unsere kleine Sache hinterher auch nicht. Eins nach dem anderen. Begib dich zur Orientierungshalle und melde dich am Registrierungsterminal an. Das System führt dich durch den Rest. Oh, und wenn ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, musst du mit den Colonies alles klären, bevor wir dich annehmen. Aber falls du Fragen hast, kann ich sie dir beantworten. Hast du denn noch was? Ist irgendwas mit der Prüfung? Warum ist die UC auf die Hilfe ausländischer Piloten angewiesen? Dieses Gebäude heißt MAST, oder? Was ist denn das für ein Name? Wie lange bist du denn schon bei dem Vanguard? Oder bei der Vanguard? Ich möchte was Bestimmtes über den Aufnahmeprozess der Vanguard wissen. Ich wollte etwas über die Constellation... für die Constellation klären. No. Das Militär hatte früher eine ziemlich restriktive Meinung, woher die besten Piloten kommen. UC oder nix, war das Motto. Die Gründung der Vanguard war ein Eingeständnis der UC-Führung, dass vielleicht doch nicht alle Top-Piloten der Galaxie von einer UC-Flugschule kommen. Also spürt die Vanguard sie auf und überzeugt sie, für uns zu fliegen. Okay. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich sagen wollte, aber jetzt ist es weg. Komisch. MAST steht für Militärisches, Astronomisches und Scientifisches Triumvirat. Von hier aus arbeiten die drei gleichgestellten Divisionen der UC-Regierung gemeinsam für die Sache der Colonies. Durch gegenseitige Verteidigung, politische und diplomatische Stärke und die Wissenschaft. Der Dienstvereine der UC-Divisionen gewährt die Staatsbürgerschaft, aber Positionen in Wissenschaft und Verwaltung sind hart umkämpft. Ist klar, dass die meisten sich die Staatsbürgerschaft lieber am Schreibtisch als in der Schlacht verdienen. Für mich wäre das zwar nichts, aber verstehen kann ich es schon. Ich? 6 oder 7 Jahre. Davor war ich Commander eines Aufklärungsgeschwaders. Jetzt kommandiere ich ausländische Piloten herum, Jacke wie Hose. Aber die Vanguard ist ein toller Job. Ich lerne neue Leute kennen, beurteile sie anhand verschiedener Kriterien und schicke sie los, um Menschen zu helfen. Ach ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, er schickt mich los. Genau, zu einer Probemission. Ey, Kollege Schnürschuh, ich habe ein Ekliptik-Nest, das waren ja nur so Viecher, ausgenommen. Komplett, ich habe sie alle kaputt gemacht. Alle. Deine komische Probemission, kein Thema. Wir kriegen das hin. Na klar. Was möchtest du wissen? Wo registriere ich mir? Was genau würde ich für euch machen? Erzählt mir die Prüfung. Ich verletze mich dabei, oder? Je nach Bedarf. Wenn wir Jobs haben, informieren wir dich. Aber wie genau die Arbeit aussieht, tja, das ist extrem vielseitig. Manchmal bringst du vielleicht feindliche Schiffe für die UC Navy zur Strecke. Oder du könntest der Forschungsdivision helfen, invasive Arten zu beseitigen.
Wir wurden sogar schon gebeten, bei Problemen mit Terrormorphs einzuspringen. Mhm. Manchmal geht es auch nur um Frachterschutz. Nicht jeder Job ist glamourös, aber die Vanguard wird nur gebucht, wenn die Gefahr eines Kampfes besteht. Wo die UC uns brauchen, ist die Vanguard zur Stelle. Okay. Und ich bin gespannt auf dein Ergebnis. Na, dann gehen wir doch mal rein da, oder? Hier nicht. Hast du noch was zu sagen? Ja, was gibt's? Okay. Tschüss. Da-da-da. Let's go. Verteidigungszentral, Lobby, Türes Büro, Orientierungshalle. Ah, da bin ich ja gerade. Nett, Haltestelle. Medizinischer Dienst. What? Bin lost. Wohin? Was kann ich für dich tun? Na klar. Nimm einfach den Aufzug und drücke den Knopf. Orientierungshalle. Registrier dich. Alles klar, alles klar. Ja, hab ich. Ciao. Mit Orientierungshalle. Weil das die unterste, der unterste Punkt ist, dachte ich, das wäre. Da wäre ich schon. Aber nein, bin ich nicht. So. Anwärter. Anwärter. Na, was geht? Ich hoffe, dieser ganze historische Kram ist nicht Teil der Prüfung. Wo wollt ihr denn hin? Lol, guckt ihr jetzt die Wand an oder was? Ah. Ich lehne mich einfach mal ganz lässig hier dran und du? Und dann gucken wir uns gegenseitig an und wir reagieren einfach gar nicht auf den Fremdling. Nein, nein, wir machen einfach... Das hast du nicht von mir gehört. Geil! Echt? Oh. Das Ende der Welt. Im Jahr 2150 erfuhr die Menschheit, dass die Magnetosphäre der Erde innerhalb von 50 Jahren zusammenbrechen und alles Leben ausgelöscht werden würde. Entschlossene Maßnahmen waren nötig. Doch der sichere Transport einer gesamten Zivilisation würde ein vollkommen neues Maß an Kooperation, Mut und Einheit erfordern. So wurden 2159 die United Colonies gegründet, um diese Reise zu ermöglichen. Kaum ein Jahr später landete die Galileo, das erste von vielen Kolonieschiffen, hier auf Jamison. Und eine neue Ära der Menschheitsgeschichte begann. Die Ära der United Colonies. Wie viel Arbeit und Planung wohl nötig war, um den gesamten Planeten zu evakuieren. Die Logistik allein muss bestimmt der blanke Horror gewesen sein. Ja, und ich hoffe, sie haben auch alle Menschen mitgekriegt und keine Priorisierung gemacht. Hi! Ich kann die ganzen Texte hier inzwischen in- und auswendig. Im Jahr 2050 explodierte die Erde. Ha, ein Klassiker. Also wenn du nur hier Schichten schiebst, ich würde wahnsinnig werden. Das wäre nichts für mich. Immer wieder, Tag ein, Tag aus. Seit ihrer Gründung streben die United Colonies danach, allen ihren Bürgern Chancengleichheit, Sicherheit. Neue Fraktionen entstehen oder werden geboren. Doch in den United Colonies gab es Stimmen, die noch mehr verlangten. Unabhängigkeit. 2161 verabschiedeten die UC also die Centaurus-Erklärung. UC-Bürgern die Besiedlung entfernter Planeten und die Gründung souveräner Kolonien erlaubt. Schon bald darauf, im Jahr 2188, wurde die erste neue Fraktion offiziell gegründet, das Freestar Collective. Später folgte Haus Varun. Von denen haben wir die Hetzerbriefe gefunden, das ist Schmuggelware. Präsentierte. Die darf man jetzt nicht mehr haben. Das Ergebnis der Centaurus-Erklärung hat für mich einen bitteren Nachgeschmack. So viele Konflikte. War es das wert? Keine Ahnung, ich weiß nicht viel über diese Geschichte, aber es scheint irgendwas ganz, ganz Schwarzes, wie so ein schwarzes Loch zu sein, was sehr negativ war in der Geschichte. Bitte störe die anderen Leute hier nicht, okay? Welche anderen Leute meinst du denn?
Oh Mann. So. Gibt's coole Raumanzüge zu sehen? Ach, das Haus Varun hat diese Sachen an. Okay. Und Freestar Collective hat etwas eher alternative Sachen an. Ein bisschen zusammengewürfelt aus, ne? Obwohl das hier cool aussieht. Ich finde den Helm mega. So. Der Krieg von Naren. Die Geschichte des Krieges. Das habe ich irgendwo schon mal gelesen, oder? Das kommt mir sehr bekannt vor. Das war der erste größte Konflikt der Menschheit. Ah, ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Wer sich das durchlesen möchte, kann das gerne tun und drückt einfach Pause im Video. Aber ich würde mir das hier gerne anhören. Im Jahr 2240 erklärten die Truppen von Haus Varun dem Rest der menschlichen Zivilisation den Krieg und begannen den Kreuzzug der Schlange. In den kommenden 23 Jahren töteten Agents von Haus Varun im Namen ihres Schlangengotts tausende unabhängige Siedler, Freestar und UC-Bürger. Erst als im Jahr 2263 der Gründer verstarb und sein Erbe Jarek ihm nachfolgte, bot Haus Varun endlich den Frieden an. Einige Mitglieder von Haus Varun weigern sich jedoch noch heute, das Ende der Kampfhandlungen anzuerkennen, das ihre Anführer ausgerufen haben. Selbst nach dem mysteriösen Verschwinden von Haus Varun bleiben diese Fanatiker eine Bedrohung für die Menschheit. Ihre Befriedung ist ein Ziel der gesamten Galaxie. Ich glaube nicht, dass es mysteriös verschwunden ist. Es hat sich vielleicht umbenannt, aber es ist noch da. Das klingt ein bisschen wie ein Warlord, ne? Das hier. Ein Schlangengott? Sehr fanatisch? Eine Art Sekte? Das ist schon ein bisschen komisch. Also dieses Haus ist mir gerade echt ein Rätsel. Okay. So. Konflikt in den Sternen. Das Vieh kenne ich doch irgendwo her, oder? Von den vielen Konflikten zwischen den Fraktionen der Galaxie war keiner so brutal wie der jüngste Koloniekrieg zwischen den UC und dem Freestar Collective. Ausgelöst durch Freestars unrechtmäßige Besiedlung von Vestas Stolz 2308, einem direkten Verstoß gegen den Vertrag von Narion, überzog der Koloniekrieg bald die gesamte Galaxie. Beide Seiten setzten alle verfügbaren Mittel ein. Mächtige Kriegsflotten, mechanisierte Kampfplattformen, Max genannt, und sogar genmanipulierte Aliens, die berüchtigten Xenowaffen der UC. Erst im Jahr 2311 wendete sich das Blatt endlich in der Schlacht von Cheyenne. Das Freestar Collective nutzte seine zivile Flotte als menschlichen Schutzschild und lähmte die überlegene Navy der United Colonies. Nach dem schockierenden Sieg gegen die größte Navy der Galaxie unterbreitete das Freestar Collective den Colonies ein Friedensangebot, das diese annahmen, um einen weiteren Verlust von Menschenleben zu verhindern. Seitdem befindet sich die Galaxie im Wiederaufbau. Der Koloniekrieg war schrecklich und hat den besiedelten Systemen tiefe Narben zugefügt. Eine Zeit lang dachte ich, er würde ewig dauern. Das klingt, als wäre es erst gestern passiert. Wie alt bist du eigentlich? Xenobiologie, ne? Also in der Forschungsstation waren wir ja und der Typi war ja so begeistert davon und wollte ja immer seiner Ember oder wie die hieß erzählen oder Amanda. Hat es wahrscheinlich aber nie geschafft und der lag ja dann tot unter der Treppe und hat in sein Tagebuch die letzten winselnden Notizen verfasst, dass der Terrormorph ja endlich da ist oder er ist da und wird ihn finden. Das Vieh, was er gezüchtet hat, wo er so
so ja, fasziniert von war und dass sie die Waffe, ultimative Waffe züchten und hast du nicht gesehen und es ist ja nicht kontrollierbar und sie haben den irgend so einen Chip eingepflanzt, damit wollten sie die ja kontrollieren in diesem Krieg. Siehe da, was daraus passiert oder entstanden ist. Nur Scheiß, aber gut. Okay, was ein krasses Ding. Weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, dass dieser Krieg noch gar nicht lange her ist und sie sagt, sie dachte, er würde nie enden. Ich meine, da müsste sie ja irgendwas davon erlebt haben. Weil wenn man ein Kind ist oder noch nicht geboren war, dann sagt man ja so Sätze nicht wie, ja, ich dachte, er würde nie enden, weil man hat es ja nicht erlebt, man hat nichts davon irgendwie mitgekriegt. Okay, raus. Das Vieh sieht ja echt cool aus. Voll der coole Kampfroboter. Bisschen wie aus dem Film, ne? Von, fällt der Name nicht ein, von dem Film. Das ist ein Film, den ich nicht so gerne gucke oder nicht mag. Avatar. Avatar. Hat ein bisschen was davon. So. Und den Kollegen kennen wir ja schon. Leider konnte ich ihn nicht noch einmal besiegen. Oder ich wollte ihn besiegen. Ich kenne nur die Version in Weiß. Das ist Auge. Wir haben den Albino gesehen. Laut meiner Slate können Terrormorphs den Geist kontrollieren. Aber das glaube ich nicht. Aha. Geist, alles klar. Nein, sie können auf jeden Fall irgendwelche Säure spucken. Echt krasse Viecher. Okay. Ich hoffe ja, das ist nur eine Phase. Ja. Keine Ahnung. Im Mitte des Koloniekriegs wurde die UC-Stadt Lordinion von einer ganz anderen Tragödie heimgesucht. Lordinion, gerade erst neu erbaut, war essentiell für die Versorgung der UC-Kriegsmaschinerie, wurde jedoch von den wohl mysteriösesten Räubern der Galaxie überrannt, den Terrormorphs. Die Terrormorphs, die bis heute eine seltene, aber hochgefährliche Bedrohung darstellen, fegten ohne Vorwarnung in einem Ansturm von noch nie dagewesenem Ausmaß durch die Stadt. Die Bemühungen des UC-Militärs konnten den Ansturm der Kreaturen bremsen, aber nicht stoppen. Letztendlich wurde entschieden, den Raumhafen von Lordinion zu zerstören, wodurch die Stadt, die Terrormorphs und die Bürger vom Rest der Galaxie abgeschnitten wurden. In den UC trauert man noch heute um die Opfer der Tragödie. Die Terrormorphs und die Bürger wurden abgeschnitten von der Zivilisation und des... Moment mal. Auf welchem Planeten war das? Lordinion? Wo ist diese Stadt? Ey, ohne Mist, ich glaube, da ist doch jemand. Und die Soldaten haben die Terrormaus genommen und in dieses komische Labor gesteckt, was wir haben. Was wir schon als allererstes gesehen haben. Mich würde nicht wundern, wenn unsere Ausgestoßenen dort hinten, die da, dort sind. Das Ding ist bloß... Es wäre der perfekte Ort, unterzutauchen. Jeder glaubt, dass alle tot sind. Nach der Verheerung des Koloniekriegs kamen die UC und das Freestar Collective zu einer Einigung und schlossen den sogenannten Sperrvertrag. Sperr, nicht Spar. Ich habe Sparvertrag verstanden. Xenowaffen und Mech-Kriegsführung wurden verboten. Entsprechende Forschungsdaten wurden versiegelt, der Zugriff nur in höchster Not erlaubt. Doch das Collective hatte eine weitere Forderung, dass den aktiven UC-Commandern für ihre Taten der Prozess gemacht wird. Die United Colonies willigten im Interesse des Friedens und der galaktischen Sicherheit ein. 2311 wurden drei hochrangige UC-Offiziere schuldig gesprochen. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi und Flottenadmiral François Sanon, besser bekannt als Vey Victis.
Alle wurden zum Tode verurteilt, womit der Koloniekrieg endete und endlich wieder Frieden in der Galaxie einkehrte. Ich habe den Sperrvertrag unterstützt, all die furchtbaren Waffen, die beide Seiten eingesetzt haben. Das musste enden. Der Umhang hat sich gerade bewegt. Okay, von dieser Fraktion haben wir noch keinen gesehen, weil diese Rüstung kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Oder überhaupt solch eine... Also so Sachen habe ich noch nicht gesehen. Die sehe ich öfter hier mit den... mit diesem Plus drauf. Und hier hatte der Commander ja 1000 Orden dran geführt, ne? Aber, ja. So, was hast du? Was? Hm? Hä? Hab dein Schiff gesehen. Schick. Ja, ich weiß. Das ist aber nicht, eigentlich nicht meins. Also, ich hab's einfach... Ich weiß auch nicht. Die Vanguard geboren. Ah. Die Vanguard ist die Freiwilligenflotte der United Colonies und eine offizielle Abteilung der UC Navy. Ihr Aufgabengebiet umfasst Sicherheit, Logistik und Aufklärung. Nach ausreichender Dienstzeit erhält jedes Mitglied der Vanguard die UC-Bürgerschaft. Die Vanguard steht allen Captains offen, unabhängig von deren Herkunft, und beschützt und unterstützt die Bürger der United Colonies überall in der Galaxie, wo es nötig ist. Allzeit breit, ne? Oder so. Ich soll ja eigentlich nicht darüber reden, aber ich finde, die UC sind heutzutage in weit besseren Händen als in der Zeit vor dem Sperrvertrag. Sie sagt Sperrvertrag, nicht Sparvertrag. Okay. Niemand wird als Bürger der UC geboren. Dieses Recht kann man sich nur durch den Dienst an den United Colonies verdienen. Doch die UC legen hohen Wert auf das Wohlergehen der Iren. Die Kontrolle der Lebenshaltungskosten sorgt für vergleichsweise niedrige Preise für die Bedürfnisse des Alltags. Alle neuen Bürger erhalten eine finanzielle Zuwendung, um sie auf den Weg zu bringen. Außerdem haben nur UC-Bürger das Recht, Immobilien zu erwerben, was ihnen die Chance verleiht, in einer der schönsten Städte der besiedelten Systeme zu leben. Okay. Durch deinen Beitritt zur Vanguard kannst auch du dir deinen Platz im Herzen der galaktischen Zivilisation verdienen. Als Bürger der United Colonies. Ach, wie heroisch das klingt. Schicker Anzug. Na dann. Aktivieren? 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 Nö. Wo muss ich hier hin? Pilotensimulator. Ja, da muss ich doch hin. Zugang zur Ebene eingeschränkt. Aber ich muss doch da hin. Also jetzt haben wir hier so eine Museumstour gemacht, aber... Den Prüfungsraum. Gleich den Flur runter. Ja. Aber ich darf da nicht mitfahren. Guck mal. Ja? Ciao. Das ist ja doof. Und jetzt? Muss ich mich hier noch irgendwo... Nein, das ist nur ein Raumschiff. Irgendwas vergessen? Ich düse mal zurück. In meinen vier letzten Aufsätzen ging es um Terrormorph. Ja, herzlichen. Du hast einen Aufsatz über einen Terrormorph geschrieben? Du kleines Kind, hast das echt gemacht? Jetzt wusstest du mit dem Krieg. Hast du schon mal einen gesehen? Du musst keinen Aufsatz dazu überschreiben, glaub mir. Ich glaube, ich muss jetzt hier noch ran. Beitrittsvereinbarung. Ups. Ja, ich muss also ein Formular ausfüllen. Ich, Rory, stimme zu. So keine andere Wahl. Willkommen. Geh durch die Orientierungshalle. Sorry. Ja, ich habe schon vorgemuckt, wie immer. Weißt du doch. Ich, oh Gott, ey, wie die Prüfung wird. Oh.
Also wenn ich... Wusstest du, dass NUC General Londinian aufgegeben hat? Oh Mann. Das kann ja was werden. Okay, also dann. Eine Etage höher und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf die Prüfung. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dort auch reinschaust. Also dann, lass noch ein Like oder ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.